Ich sag erstmal nur Knoblauch-Käse-Baguette. Aua, ist das lecker und so simpel und schnell selbst gemacht. Wir starten hier mit Käse und der wird einmal klein gemacht und umgefüllt. Dann kommt Petersilie und kräftig Knoblauch dazu. Auch das wird einmal kurz zerkleinert. Etwas Salz, Milch, Butter geben wir dazu, vermischen das Ganze und dann kommt der zerkleinerte Käse dazu. Nochmal miteinander vermischen. Dann geht's ans Baguette. Hierzu entweder ein gekauftes oder selbstgebackenes Baguette einmal in der Mitte durchschneiden, sodass wir schöne zwei Hälften haben. Die Hälften dann gleichmäßig mit der Käse-Knoblauch-Creme bestreichen, sodass alles schön bestrichen ist. Und dann geht's aufs Backblech damit. Für 15 bis 20 Minuten bei 220 Grad backt ihr das richtig schön knusprig goldbraun. So sehen sie perfekt aus. Ich sag's euch, es verspricht euch so einiges im Geschmack und es ist so einfach gemacht.